Ja, schönen guten Nachmittag zusammen. Als nächstes hören wir Isabel da Silva Matos. Sie hat im Ökologiebereich angefangen, studiert und gearbeitet im Umweltbereich und ist dann in die Wirtschaftsförderung gewechselt. Und sie wird uns heute zum souveränen Konsum mit Kreditkarte 5.0 erzählen, was es damit auf sich hat. Viel Spaß. Danke. Danke. Ich glaube, ich muss hier auf 1 drücken. Dann soll es. Nee, man muss sich hier erstmal anmelden. Ich habe kein Passwort hier. Wie? Okay, wie gerade angekündigt schon, ich habe Ressourcen- und Umweltökonomie studiert. Das ist schon ein paar Jahre her. Aber ich bin dem Umweltthema immer treu geblieben und habe mich damit eigentlich immer beschäftigt. Aber tatsächlich arbeite ich seit über 20 Jahren in der Wirtschaftsförderung. Und das ist ja kein Grund, dass man aufhört nachzudenken, auch über andere wichtige Themen. Und so habe ich mir die Frage gestellt, warum nicht gleich an der Kasse sehen, was auf meinem Umweltkonto, auf meinem Sozialkonto und auf meinem Artenvielfaltkonto los ist? Warum sehe ich immer nur an der Kasse und bezahle auch nur mit entweder Euros oder anderen Einheiten? Diese Frage hat mich beschäftigt und dann habe ich geguckt, was ist zurzeit aktuell möglich, wenn man sich als Konsument, als Individuum informieren möchte, ob man nachhaltig lebt oder ob man über die Stränge schlägt. Und da gibt es ja verschiedene Messgrößen für Umweltverbräuche, die auch online verfügbar sind. Dann gibt es auch Anwendungen im Lebensmittelbereich, die leider überschaubar sind, aber Lebensmittel kaufen wir jeden Tag ein, daher das Thema ein bisschen näher betrachtet. Dann gibt es diverse Apps, wo man das auch überprüfen kann und Hinweise bekommt, wie man sein Verhalten verbessern kann. Darüber hinaus gibt es Forschungsprojekte sowohl europaweit als auch in Deutschland, wo dieses Thema aufgegriffen wird in verschiedener Intensität und auch in verschiedenen Absichten, aber immer mit dem Fokus, den Konsumenten auch oder Konsumenten halt Informationen über sein Kaufverhalten oder ihr Kaufverhalten zu geben. Dann fasse ich nochmal zum Schluss zusammen, was gibt es und dann, was würden wir eigentlich brauchen, damit wir das auch sozusagen zeitnah, ehe wir unsere Entscheidungen treffen, wissen, was steckt eigentlich dahinter bei dem Produkt, bei der Dienstleistung, die ich in Anspruch nehme. MIPS ist ja eine Größe, die am Wuppertal-Institut entwickelt worden ist, den meisten bekannt unter ökologischem Rucksack. Hier werden alle Stoff- und Energieströme zusammengefasst, die für die Erstellung eines Produktes notwendig sind oder einer Dienstleistung. Das wird dann umgelegt auf die Serviceeinheit, die man in Anspruch nimmt. Das Projekt, diese Messeinheit wurde in den 1990er Jahren am Wuppertal-Institut entwickelt von Schmidt-Bleek und ist heute vielleicht nicht allmehr so präsent, aber war zumindest ist eben heute immer noch auch am Wuppertal-Institut vertreten und findet sich nachher auch wieder in einer Anwendung. Der ökologische Fußabdruck, Ecological Footprint, ist sicherlich eine Messeinheit, die mehr Leuten bekannt ist und die uns dann jedes Jahr sagt, wann wir eigentlich schon zu viel verbraucht haben und gibt uns Informationen darüber, runtergebrochen, wie viel haben wir zur Verfügung eigentlich und wie viel hätten wir dann pro Kopf, pro Land zur Verfügung und wie leben wir über unsere Verhältnisse. Dann haben wir als Messgröße für Umweltverbrauch den Uber-CO2-Rechner. Der Uber-CO2-Rechner ist hier auch allgemein bekannt, in Deutschland zumindest. Und hier bekommt man eine CO2-Bilanz für die Bereiche Wohnen, für Mobilität, für Haus, für Ernährung. Man gibt dann auch noch das Einkommen ungefähr ein und dann bekommt man eine erste Bilanz. Und dann, wenn man weitere Hinweise haben möchte, wo kann ich mich verbessern, wo schlage ich über die Stränge, in welchen Bereichen kann man auch noch eine detailliertere Bilanz machen. Die sieht dann ungefähr so aus, hier auf der linken Seite der ökologische Fußabdruck. Wenn man das einmal durchgeht, das geht ja relativ schnell,
dann kommt raus, wie viel ich in verschiedenen Bereichen verbraucht habe und wo ich dann über dem Limit bin. Und wenn man das jetzt sozusagen auf die Volkswirtschaften hochrechnet, haben wir dann hier eine Weltkarte, wo dann die Länder, die in Rot eingezeichnet sind, zu denen wir natürlich auch gehören, weit über ihre Verhältnisse leben und wir dafür 2, sowieso Erden brauchen würden, um diesen Konsum für alle auf der Welt zu gewährleisten. Auf der rechten Seite nochmal dargestellt der Uber-Rechner. Der Uber-Rechner ist ja, bezieht auch diese verschiedenen Bereiche ein und da wird man dann verglichen mit dem Durchschnittsdeutschen oder Durchschnitts in Deutschland lebenden Person, wie viel man selber verbraucht hat. Und dann eben, wenn man das haben möchte, kann man auch nochmal recherchieren, also oder hier weiterklicken und dann erfährt man, wie viel man in welchem Bereich noch verbessern könnte oder was man stattdessen machen sollte, statt 5-mal in der Woche rotes Fleisch zu essen, nur einmal oder vielleicht keinmal. Und schon sieht es bei der Ernährung besser aus. Dann kommen wir zum Lebensmittelbereich. Im Lebensmittelbereich, da gab es wohl mal einen sehr guten CO2-Rechner, der zurzeit aber offline ist, obwohl er ein Update bekommen hat. Aber hier sollte man auf dem von IFOI-Institut berechneten Informationen genau mitgeteilt bekommen, was die Lebensmittel für Verbräuche und für Fußabdrücke dahinter stecken, damit man sozusagen weiß, wenn ich dieses Lebensmittel esse, dann bekomme ich, dann habe ich diese Verbräuche. Auf der linken Seite habe ich eher sozusagen halt nicht für uns gedacht. Ich nehme an, es sind keine Milcherzeuger hier unter uns, aber der ist auch online und ganz witzig durchzugehen. Da kann man gucken, wenn ein Milcherzeuger eben Kefir oder fette Milch oder fettarme Milch herstellt und die uns so transportiert, dann produziert der oder verbraucht er so und so viel Umwelt. Das ist eher sozusagen als interessante Fußnote. Hier rechts nochmal eine Studie auch von dem IFO-Institut. Das ist zwar keine Online-Abfrage, die möglich ist, aber hier sieht man die Komplexität. Wenn man ein Lebensmittel reintut, das als Grundlage nimmt, ein Kilo zum Beispiel, der Phosphatabdruck, der Flächenfußabdruck, der Wasserfußabdruck und der Energiebedarf, um eben so eine Einheit herzustellen, da sieht man schon die Komplexität, die da reinfließt, um Lebensmittel zu begutachten. Auf der linken Seite auch ein online verfügbarer Informationsplattform für klima- und energieeffiziente Küche in Schulen. Aber das kann man auch für sich selber zu Hause sich anschauen. Es sind 50 klimafreundliche Rezepte, das heißt bekannte Rezepte, die jeder kennt. Und dann aber mit anderen Zutaten, sodass eben der ökologische Fußabdruck oder der Energieverbrauch halt geringer ist, als wenn man das so kocht, wie man das schon immer gekocht hat. Dann habe ich hier stellvertretend für viele andere Apps, die unterwegs sind und die man sich runterladen kann, Apps, die basieren eben auf den genannten Messgrößen. Hier CO2-Rechner, das Uber, bei der Codio-App, die andere Klima von klima.com-App, die basiert auch auf dem CO2-Fußabdruck. Bei beiden Apps kann man eben auch sein Verhalten eingeben, sein Konsum und dann bekommt man Vorschläge gemacht, wie kann ich meinen Konsum, wie kann ich meine Dienstleistungen, die ich in Anspruch nehme, so verändern, dass eben mein Umweltverbrauch geringer wird. Bei der linke App, die wurde entwickelt bei der EWE, das ist ein norddeutscher Energieanbieter und wird natürlich von denen auch, hängt auch da dran. Und hier gibt es noch eine soziale Komponente. Man kann sich auch mit Freunden verlinken über diese App und sich austauschen, inwiefern man da jetzt weitergekommen ist mit dem Umweltverbrauchreduktion oder was man sich vielleicht überlegen könnte für die Zukunft. Bei der rechten App, die wurde in Berlin hier entwickelt und ist auch eine GmbH, hat immerhin 50.000 Downloads, was gar nicht schlecht ist. Und hier finanziert man sich darüber, dass man gibt seine Umweltverbräuche ein, dann bekommt man die Antwort, wo man drüber über die Stränge schlägt und dann kann man das kompensieren, indem man sich an ökologisch-sozialen Projekten beteiligt und dadurch eine Kompensation monetärer Art für die Verbräuche, wo man über dem Limit liegt. Dann gibt es einige Projekte, die auch die Idee aufgegriffen haben, wie kann man den Konsumenten, also die privaten Haushalte dazu bringen, eben
weniger Energie und Umwelt zu verbrauchen. Susla ist ein Projekt, was auch noch online verfügbar ist. Hier werden die zwei Messgrößen zusammengenommen. Einerseits der ökologische Fußabdruck, also der CO2-Abdruck, und andererseits eben der Materialfußabdruck MIPS vom Wuppertal-Institut. Das war ein Projekt, das lief in 7 Ländern und ist immer noch online. Man kann sich da immer noch überprüfen, inwiefern man wie viel Energie und Ressourcen verbraucht in verschiedenen Bereichen. Dann gibt es ein neu gestartetes Projekt, was auch die gleiche Intention hat, weniger Energie zu verbrauchen, weniger Umwelt zu verbrauchen, und hat auch als Messgröße den CO2-Fußabdruck. Und da kommen die Ergebnisse erst in 2025. Und hier sieht man links auch das Prinzip. Man gibt die Verbräuche ein, bekommt Vorschläge, wie man die reduzieren kann. Auf der rechten Seite die Susla-App, wo man auch sowohl die Verbräuche, also die Energieverbräuche, aber auch die Materialverbräuche angezeigt bekommt. Dann noch hier zwei Projekte, die, wie ich finde, schon mehr in die Richtung gehen. Transparenz machen von Umweltverbräuchen, ehe man die Entscheidung trifft. Eins ist hier an der TU. Es läuft, ich habe hier geschrieben Beta-Version, aber ich habe mich heute erkundigt, das ist schon tatsächlich online. Es ist ein Projekt von der TU, von der Uni hier im Wedding, wie heißt nochmal die Fachhochschule? Die Beuth, genau, die Beuth-Uni und Ecosia. Und man hat sozusagen hier die Möglichkeit, wenn man nach Produkten sucht, Informationen zu den Verbräuchen zu bekommen, beziehungsweise bekommen Produkte vorgeschlagen, die dann eben weniger Energie verbrauchen und weniger Ressourcenverbrauch haben. Das heißt eben, ehe die Entscheidung getroffen wird und nicht im Nachhinein wie bei den anderen. Ein anderes Projekt, was jetzt erst in diesem Jahr begonnen hat, was auch eine ähnliche Ausrichtung hat, hier will man dem Konsumenten auch, ehe er die Entscheidung trifft, auch online helfen, welche Umweltverbräuche dahinter liegt. Und hier sieht man schon, die Partner, die hier mit ins Boot genommen worden sind, sind tatsächlich Plattformen, die oder Suchmaschinen, eine bekannte natürlich, aber auch Plattformen, die Onlinehandel betreiben, wie die Otto-Gruppe oder Vergleichsplattformen. Und man fokussiert sich hier auf den Textilbereich. Man möchte hier sozusagen dem Online-Käufer, Käuferin eben Informationen im Vorfeld schon bereitstellen, die ihm dann ihr ermöglichen, die Entscheidungen halt nicht nur unter monetären Gesichtspunkten, sondern auch unter Umwelt- und Energiegesichtspunkten zu treffen. Hier sind verschiedene Fraunhofer-Instituten zusammen, die dieses Projekt mit einem anderen Verbraucherinstitut zusammen betreiben. So, was gibt es jetzt? Wir haben gesehen, Klima- und Umweltverbräuche werden erfasst, also aber erst im Nachhinein. Das heißt, als privater Haushalt oder als einzelner Konsument kann man immer im Nachhinein, nachdem man eingekauft hat, dahin gehen, in die Portale, das ungefähr eintragen, und dann bekommt man eine ungefähre Orientierung. Es gibt natürlich hier, wie ich gesagt habe, Neuentwicklungen, diese zwei Projekte, wo man nicht die Informationen des Umweltverbrauchs im Nachhinein bekommt, sondern ehe die Entscheidung gefallen ist. Dann gibt es Vorschläge online, wie man sein Verhalten für die Zukunft verbessern kann. Es gibt auch Vorschläge für Kompensationen monetärer Art normalerweise. Davon leben dann auch einige. Das ist auch das wirtschaftliche Konzept von einigen Unternehmen. Aber man muss feststellen, dass sozusagen der Nutzerkreis und die Reichweite all dieser Apps und Online-Informationssysteme eigentlich recht überschaubar ist. Soziale Aspekte werden hier nicht berücksichtigt, aber es kann sein, dass das in Zukunft der Fall sein wird über das Lieferkettengesetz, oder bei dem Projekt Susina sind ja auch Fairtrade dabei, und da kann es durchaus sein, dass da auch soziale Aspekte mit bei der Empfehlung von Produkten mit berücksichtigt wird. Es gibt eigentlich auch ein fehlendes Anreizsystem für die Konsumenten. Man konsumiert oder man macht irgendeine schöne Aktivität, und dann geht man hin und tippt das an und stellt fest, oh, das war ja doch etwas zu viel Energie oder zu viel Umwelt, was ich verbraucht habe. Und dann fühlt man sich vielleicht ein bisschen schlecht, das wird man doch manchmal gefragt. Aber im Großen und Ganzen hat das eigentlich auf mein direktes Leben außer schlechtes Gewissen keine sehr große Auswirkung.
Und wenn man sich dann ganz schlecht fühlt für eine Flugreise, dann beteiligt man sich an der Kompensation. Und dann nimmt man noch den Anbieter, der am günstigsten vielleicht ist, damit es nicht so weh tut. Gut, und dann haben wir auch fest, also habe ich auch gesehen, oder hat man, wir wissen, es gibt sehr viele Umweltinformationen auf verschiedenen Ebenen. Und die Frage stellt sich eigentlich, warum man die nicht zusammenträgt. Aber es gibt tatsächlich auch auf EU-Ebene jetzt das Anliegen dieser Circular Economy, wo der digitale Produktpass und Design-Richtlinienverordnung kommen. Und hier geht es tatsächlich darum, eben den Produkten aus seinem Lebensmittelbereich, ich glaube Futterbereich, Medizinprodukten, eine solche Information mitzugeben. Und wo das Hauptanliegen ist, halt, dass man Produkte auf den Markt bekommt, die langlebig sind, die repariert werden können, wo Einzelteile ersetzt werden können, etc., etc. Und wo sozusagen die lange Nutzung im Vordergrund steht. Das als ersten Schritt in die richtige Richtung, wie ich finde, mit dem digitalen Produktpass. Und was würden wir aber brauchen? Und das habe ich dann festgestellt, das haben andere Leute auch schon rausgefunden und auch publiziert, die ist auch hier zitiert, und genannt. Also wir brauchen eigentlich direkte Entscheidungshilfen beim Konsum von Produkten oder Dienstleistungen, nicht im Nachhinein. Das heißt, eine unmittelbare Sichtbarmachung beim Konsum der Umwelt, des Klimaverbrauchs, des Gesamtproduktzyklus. Das wäre eigentlich sozusagen die ideale Voraussetzung, um den Konsumenten, sprich uns alle, da in die Lage zu versetzen, beim Kauf eben dann die richtige Entscheidung zu treffen. Man braucht einen einfachen und schnellen Zugang und auch die Verfügbarkeit der relevanten Informationen zu dem, was dahinter steckt, bei der Aktion, wie gesagt, beim Konsum. Und natürlich müsste neben dem Preisschild auch ein Schild über Klima, Umwelt und Sozialzahlen daneben stecken. Und wenn wir daran gewöhnt wären, dann wäre es nicht so schlimm. Wir sind ja auch noch lernfähig, dann hätte man halt 3 Zahlen da stehen oder 4. Und dann wüssten wir, aha, wenn ich diese Banane kaufe oder jene Banane oder wenn ich gleich einen Apfel hier von hier nehme, dann wird mein Konto nicht so sehr belastet. Um diese Informationen, die da sind, sozusagen dem Konsumenten bereitzustellen, gibt es sozusagen, muss man diese Kette schließen, diese sogenannte Informationskette von den Umwelt-, Klima-, Sozialinformationen vom Hersteller zum Konsumenten und dazwischen ist ja der Handel. Der ist sozusagen der Intermediär zwischen diesen beiden Akteuren, egal ob wir das jetzt online betrachten oder stationär oder eben, kann man sagen, wenn es keine Handelsplattform, also eine Plattform ist auch ein Zwischenglied dazwischen, um sozusagen die Informationen, die da sind, von dem einen zum anderen zu bringen, der ja dann eben den Konsum durchführt. Die Verknüpfung, das hatte ich mir überlegt und das haben, wie gesagt, sich andere schlaue Leute auch schon überlegt. Und die wäre eigentlich möglich über den Global Trade Item Number. Das ist diese Nummer, die auf allen Produkten da ist, diese Streifen, die auch an der Kasse abgelesen werden. Diese Streifen haben festgelegte Bezeichnungen, wo das Produkt herkommt, wer jetzt der Verkäufer ist sozusagen, also das Geschäft. Dann könnte man da auch sozusagen auch noch andere Streifen hinzufügen, wo aus denen ersichtlich werden würde, welche Umwelt und welche Energieverbräuche und auch unter welchen sozialen Bedingungen ein Produkt hergestellt worden ist. Das setzt natürlich voraus, dass man eben die Akteure, die hier aktiv sind, auch Zugang zu den Umweltdaten haben, weil wir haben ja gesehen, es gibt sehr viele Umweltdaten, aber die Zugänglichkeit ist nicht immer für alle gewährleistet. Und man sollte, statt zu warten, bis man jedes Produkt bis zum letzten, sagen wir mal, ökologisch, energietechnisch und sonst wie erfasst hat, könnte man auch auf mit den Informationen, die man hat, loslegen und sie versuchen, in ein System einzupflegen, was auch den Konsumenten erreicht. Man könnte Projekte starten, wo man repräsentative Teilnehmer gewinnen würde, die natürlich auf freiwilliger Basis mit gewissen Anreizen ihr bereit wären, ihren ganzes Konsum und Verhalten da auch zu dokumentieren und zu erfassen. Und so hätte man Erfahrungen, wie sich verschiedene soziale Gruppen, auch Altersgruppen verhalten, wenn sie wissen, auf meinem Umweltkonto sieht es aber zurzeit gar nicht gut aus, ich habe da ein Negativ, wie kann ich das wieder in Ordnung bringen, was muss ich machen?
Und das setzt natürlich voraus, da eben, dass wir ein eigenes Umwelt-, Klima-, Sozialkonto haben und hier, wenn ich einkaufen gehe, auch da ein Minus entsteht und ich dann überlegen muss, ob ich dieses Minus ausgleiche, indem ich dann eben Umweltverbräuche einkaufe oder indem ich selber in Aktion trete und handle, um diese zu kompensieren. Und aufgrund der Tatsache, dass wir alle eine sehr lange Lernkurve haben, bis wir unser Verhalten umstellen, das ist allgemein bekannt, sollten wir auch so früh wie möglich damit anfangen und man sollte das auch mit Bildung unterstützen. Und wenn man so ein Konto hat, dann kann man eben noch nachvollziehen, was Endlichkeit von Ressourcen bedeutet. Weil wenn das Konto leer ist oder Minus ist, dann muss man es ja wieder auffüllen. Ich plädiere daher dafür, dass wir so früh wie möglich anfangen, weil wir alle sehr große Widerstände haben, unser Verhalten zu ändern. Danke sehr. Ich hoffe, ich konnte einen kleinen Anstoß geben für die Diskussion. Gibt es dazu noch Fragen oder Anmerkungen? Ein bisschen Zeit haben wir noch. Genau. Genau, gerne ins Mikro für die Aufnahme. Ja. Danke für den Vortrag. Ich finde diese Ideen sehr gut, die Umweltinformationen zu verknüpfen und dadurch auch transparenter und zugänglicher zu machen. Bei dem Ansatz der Fokussierung auf den Kunden und sein Verhalten bin ich etwas verunsichert von der Ankündigung gewesen. Vielleicht könnten Sie noch mal präzisieren, inwiefern das eine Anregung sein soll, dieses System, oder auch verbindlichen Charakter haben soll, weil in der Ankündigung auch stand, dass man nichts mehr konsumieren kann, wenn man gerade im Minus ist mit der CO2-Bilanz. Das kann ja auch Menschen in sozialen Verhältnissen betreffen, die vielleicht gerade keine andere Möglichkeit haben, nachhaltig zu konsumieren. Und natürlich wissen Sie sicherlich auch, dass es das Sozialkreditsystem in China gibt und inwiefern besteht da eine Abgrenzung dazu. Danke. Ja, vielleicht war das etwas missverständlich. Eigentlich ist die Idee halt, dass, so wie bei den Unternehmen, die Unternehmen haben ja auch Verschmutzung, diese Lizenz, und die werden immer geringer sozusagen. Und diese gleiche Idee jetzt auf den Konsumenten zu übertragen, halt, das heißt, wir haben so ein Konto, aber wir müssen uns eigentlich nicht wirklich sozusagen, wir sehen nur, was da passiert, die Bewegungen, und das gibt uns eben sozusagen schon den ersten Klick, aha, wenn ich jetzt das mache, habe ich weniger Minus oder es bleibt ein weniger übrig, und übers Jahr gesehen muss ich ein bisschen gucken, wie ich hinkomme. Und dann wäre durchaus die Idee halt, dass man dieses Konto sozusagen eine Einführungsphase 2-3 Jahre so führt und eigentlich es keine Rolle spielt, außer dass man so vielleicht Hinweise bekommt, du bist im Minus, aber dann irgendwann sozusagen, je mehr Leute halt das ausprobiert haben und je dringender auch ein Druck besteht, sich zu verändern, entsprechend den auch ökonomischen Möglichkeiten dann eben, sagen wir mal, Kompensationen erfolgen müssen dann. Aber das kann man durchaus sozial abfedern und eben danach richten. Es ist ja klar, wer weniger Geld hat, kann noch weniger Schnellanpassungen durchnehmen als jemand, der viel Geld hat. Das ist schon klar. Sonst noch Fragen? Anmerkungen? Ja, dann vielen Dank, dann nochmal einen herzlichen Applaus für Isabel da Silva Matos.